So, back to Mega Man 4 für den Game Boy. Beim letzten Mal haben wir den Boss gesehen. Und es war so knapp. Ich hätte ihn fast geschafft. Bloß dann musste er noch so einen Kack machen. Und mich doch noch besiegen. Ja, ich habe keine E-Tanks mehr. Ich habe nur Waffentanks. Und die werde ich ganz bestimmt nicht benutzen, um irgendwie jetzt die Toadman-Waffe aufzuladen. Das geht im Grunde nämlich auch ohne. Ich glaube, die Toadman-Waffe spare ich mir für den zweiten. Spare ich mir für den, das zweite Nilpferd auf. Ja, wir haben ein Leben gesehen, das ja, das ja recht nutzlos ist, beziehungsweise scheiße schwer zu erreichen. Ja, wunderbar, Mega Man. Lass ich erstmal volltreffen. Ich bin auch blöd, ich hätte es von der anderen Seite machen können. Ah, egal, ich kriege nochmal Energie. Das dürfte eigentlich bei dir auch klappen hier. So leicht kann es gehen. So leicht kann das gehen. So, du weg. Hier nicht aufgeladen durch, denn sonst fliegen wir runter. Das wäre nicht gerade sehr gesund. Spring auch gar nicht, wenn ich es dir sage. Ah, danke. Das letzte 14. Meine Fresse, ey. So ein Kack schon wieder. Boah, das fängt ja wieder pralle an. Weil Mega Man nicht richtig springen will. Nee, geht in die Stage auf den Sack. Ja, komm, jetzt lass dich auf null sterben, ist mir egal. Mann, ey. Ja, lass dich fisten, lass dich treffen, lass dich von allen töten. Gleich in den Abgrund rein. Mit null Leben ist das scheiße. Mit dem Ofen. So, we continue. Was ist das denn jetzt? I didn't expect why to be this powerful. I guess I have no choice but to Iron Huntsman, your Mega Buster. But you realize that this power up will lose its effect if you turn off the game. Okay, was ist das jetzt für ein Megabuster? Okay, das ist mir neu. Das war mittlerweile verkackt, dass man dann so einen, ja, einen zweiten Megabuster bekommt. Der verschwindet, wenn man den Gameboy ausmacht. Das heißt, spielt man es am Stück weiter, hat man diesen ultra starken Megabuster dann die ganze Zeit über. Oder wie muss ich das verstehen? Das kann doch bloß so sein, dass man ihn dann die ganze Zeit wart. Natürlich. Brauche ich nicht. Ich frage mich. Moment, meine Schüsse sind schneller geworden. Okay. Ich lasse das jetzt schlichtweg mal so stehen. Lass das jetzt einfach schlichtweg mal so stehen. Und hast so einen Fußsprung.
Es erinnert mich gerade so stark an das NES Mega Man, dass er so schnell schießen kann. Heide Witzka! Das ist ja der Hammer! Das ist ja wie auf dem NES. Boah, jetzt ist es wieder cool. Ich wusste gar nicht, dass es hier gibt. Macht auf jeden Fall ordentlich Schaden. Komm, ist egal, da ist die Energie. Wenn man die Stage erstmal raus hat, ist sie gar nicht so schwer. Lol, der trifft durch das Schild durch. Was ist das für ein Megabuster? Hab ich noch nie gesehen. Oh, das ist ein Zehsprung. Du musst auf deinen Zehen stehen, um diesen Sprung zu machen. Heide Witzka. So, da geht's zum Fehlleben. Das ich nicht mitnehmen werde, weil's. Ja. Wenn man dann stirbt dadurch. Ich mag diesen Buster. So. Jetzt bist du fällig. Jetzt bist du sowas von fällig. Den Kack hat er vorhin nicht gemacht. Ich sollte mir vielleicht einprägen, wie er springt. Wap. Ja, das war Absicht, weil ich wollte jetzt. Ich sag's mal so, wenn es bis zum letzten Try nicht klappt, werde ich den Energietank benutzen. Wenn es bis zum letzten Try nicht klappt, dann benutze ich den. Hallo! Benutze ich den Energietank? Ja, sliden statt springen. Jetzt reicht's mir. Wenn er mich jetzt wieder fertig macht, dann nutze ich die E-Tank. Ja, jetzt slidest du, vorhin machst du es nicht, vorhin springst du. Kannst dir unentscheiden. Hallo, hörst du vielleicht mal auf mit der Kacke? Ich hasse ihn langsam, diesen Typen. Ja, natürlich doch. Hau ab. Er macht es schon wieder und wieder ist die gleiche Situation. Wieder ist die gleiche Scheißsituation.
Wieder ist es die gleiche Scheißsituation. Hat bestimmt eine Schwäche, die wir gar nicht haben. Im Repertoire. Boah, ey, wir kommen bis zum Endboss. Ja, wir schaffen ihn. Nein. Boy. Ja, du schaffst nicht, so einen kleinen Mito zu treffen, du. Dämliche Stück Altmetall. So, jetzt komm, schieß dich durch. Ich kann die Stage langsam nicht mehr sehen. Nein, das hat gar nicht getroffen. Schießt durch? Oder war es gerade genau in dem Moment, wo... Na egal. Ist mir egal. Ich will die Stage einfach nur schaffen. Das ist mir egal. Nee, die Energie ist mir egal. Weg hier. Verpiss dich, wollte ich gerade schon sagen. Oh, danke, wir kriegen ein bisschen Energie. Zack, zack, zack. Geht er weg, zack, zack, zack. Schießen. Schießen, 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 draufhalten, draufhalten, draufhalten. So, das war's schon. Wie kommt man da oben eigentlich hin? Und wie schafft man die Stelle ohne getroffen zu werden? Auch so wahrscheinlich mit den... Mit Toadmans Waffe wahrscheinlich. So ein präziser Sprung hier, aber schaffbar. Ich möchte ihn tot sehen. Ach, jetzt kommt das noch, stimmt ja. Aber er ist schon ganz nah, der gute Stone Man. Das war hier. So, einmal sterben lassen, glaube ich. Was ist, wenn er das macht? Kalkuliert. Das war kalkuliert. Immer im falschen Moment. Kacke. Slide genau in die falsche Richtung, du Vollidiot. Boah, es ist der x-te Versuch, diesen blöden Wichser zu schaffen.
Ja, genau daneben, du Vollidiot. Nutz den scheiß E-Tank und mach ihn fertig. Danke! Oh, die Dreckstage ist vorbei! Danke! War mein Feedback dazu. Hurra, Mega Man! Get a Crypt Griff! Power Stone! Oder you got Power Stone? Power Stone! So, Right Lab, was können wir uns jetzt kaufen durch den ganzen Shit hier? Mega Man! Did you get the Peach Chips? Hm. Gib mir zwei davon. Ja. Ich bin fertig. Good luck, Mega Man! So, der wäre besiegt. Das heißt, wenn es jetzt nach der Logik gehen würde, würde ich sagen, ist der nächste wahrscheinlich der Lokomotivmann. Chargeman. Aber den guten Chargeman machen wir erst in der nächsten Folge von Mega Man 4 für den Game Boy. Jedoch vorher. Ja, komm, gucken wir uns mal die Stage schon ein bisschen an, bis zum nächsten Tod. Gucken wir uns mal noch die Stage bis zum nächsten Tod an. Ist da oben was? Nee. Hm, sieht bisher recht roman aus, die Stage. Ja, es war klar, dass die Viecher hier sind. Die Chicken of Dooms aus Mega Man 5. Okay, das sieht ja bisher recht human aus. Au. Könnten wir mal denken, dass da was ist? Ist aber nicht. Hat keiner mal ein bisschen live bei euch? Und ein bisschen Leben. Komm nicht ran. Hm. Ach komm, egal. Wir zocken bis zum nächsten Game Over und das war's dann für diesen Part. Hm. Ich frage mich, wie man's aufbekommt. Allerdings habe ich gerade ein bisschen Schiss rauszufinden, weil ja, ich dann mein Leben dann fürchte. Bei den Dingern konnte man wunderbar farmen in Mega Man 5. Die haben manchmal echt tolle Sachen gedroppt. Peach Chips und alles Mögliche.
mag der Part auch gerade ein bisschen länger werden. Ich zock, bis ich Game Over bin. Und kriegen noch einen Buchstaben oben drauf. Ganz toll. Ich nutze die gerade mal zum Farmen, um mir ein bisschen Life zu holen. Das bietet sich nämlich gerade an. Ja, dann wird der Part ein bisschen länger. Ich wollte die Stage eigentlich nur antesten, aber es läuft gerade so gut, dass ich sagen muss, ja. Ich probiere sie einmal und wenn ich sterbe, dann habe ich halt verkackt. Kommt schon. Seid spendabel. Ah, ist gerade ein bisschen langweilig für euch, aber ich habe gerade ziemliche Lust zu farmen und deswegen. Mach ich es auch gerade einmal. Vielleicht schaffen wir es ja bis zu Charge Man hin. Auf jeden Fall nice mit dem Zug und so und im Background und allem. Finde ich schön designt. Finde ich sehr schön designt hier. Und da ist schon Charge Man. Es wäre optimal, wenn wir Charge Man noch schaffen würden. Aus Prinzip einfach mal. Oh, die Waffe bringt ja mal mehr was als in Mega Man 5. Ist mir egal. Ist mir egal, ich will ihn noch schaffen, den Boss. Hätte ich zwar nicht gebraucht, aber... Oh yeah, zwei Bosse in einem Part geschafft. In einer guten Zeit. Ja, leicht guten Zeit, sag ich mal. Auch wenn mich das die E-Tanks gekostet hat. Ich denke mal, in der Wily Stage können wir uns dann die E-Tanks sowieso dann wieder zurückholen. Dukat, Charger, Charge Kick. Charger, Charge Kick, sag ich schon. Ja, und jetzt kriegen wir ihn plötzlich. Jetzt kriegen wir plötzlich den Rush Jet. Aber wisst ihr was? Ich weiß, wo ich E-Tanks farmen kann. Und zwar hier bei ihm. Ich denke mal, bevor ich den nächsten Part starte, mache ich das auch. Ja, deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Mega Man 4 für den Game Boy. Bis dann, tschüss.